Hallo zusammen. Wunderschönen guten Tag aus Nürnberg. Oh. Hey. Ah, da liegt mein Taschengeld. Na, ihr. Ja. Wir haben das Bild jetzt. Du bist beneidenswert, Wolfram. Also, ihr kennt mich sicherlich, Sebastian. Ihr kennt auch John. Wenn nicht, das ist John. Ja, wir haben uns gestern... Johannes. Gut. Wir haben uns gestern so ein bisschen den Abend vertrieben mit der schönen Kamera. Ja. Und sind eigentlich ganz entspannt damit. Ja. Wir haben jetzt hier nochmal einfach aufgebaut die schöne M-Familie. Ja. Beginnend von der M10 über die P mit dem schönen Design ohne Punkt, ein bisschen Understate, ja, mit dem leiseren Verschluss, auch mit dem Touchscreen drin. Dann das jüngste Mitglied der Familie ist die Monochrom. Ja, die hat schon einen 40-Megapixel-Sensor. Ja, einfach das Nonplusultra für alle, die Schwarz-Weiß lieben, die einfach mit ihren Porträts den Charakter und die Seele der Menschen zeigen wollen und sich nicht durch Farben ablenken lassen wollen. Dann haben wir ganz rechts die Leica MD für die Puristen, für die, die das analogeste Feeling überhaupt haben wollen in der digitalen Zeit. Kein Display, keine Ablenkung. Ja, reine Konzentration auf das Bild. Und zu dieser tollen Familie gibt es jetzt ein fünftes Mitglied, das ist die M10R. Ja, was macht die M10R so besonders? Ja, der Jan hat es gerade schon angesprochen, sie hat ebenfalls einen Sensor mit 40 Megapixeln, wie auch die Monochrom, mit einer neuen Sensorarchitektur. Jetzt hat uns Leica heute schon überrascht mit ein paar Fakten dazu. Die M10R hat trotz mehr Pixel auf dem Sensor kein schlechteres Rauschverhalten als eine M10. Ja, das ist sicherlich, das gilt es herauszuarbeiten für uns. Ja. Dann hat sie einen verbesserten Dynamikumfang. Ja. Also wir können aus den Tiefen der Dateien viel mehr rausholen. Sie hat den Punkt, wie bei der M10, man sieht es deutlich. So, jetzt fehlt uns der Jan vom Umschalten. Ja. Ja. Aber sie hat alle Vorteile, die auch die M10P innen hat. Also sie hat den leiseren Verschluss drin, sie hat das Touchscreen als Display, alle arbeiten mit dem Leica Maestro 2 Prozessor, der eigentlich super ausgereift ist und stabil funktioniert. Ja. Falsch, so rum. Genau. Telefoniert dann. Danke. Ja. Spitze, genau. Es ist keine neue Kamera, ja, es soll kein M11, es ist kein Ersatz für irgendwas, sondern es ist lediglich eine Variante. Ja. Es ist gemacht für die Kunden oder für die Menschen, die einfach noch die paar Prozent mehr herausholen wollen. Ja. Die sagen, ich mache großformatige Drucke, ich mache gerne mal einen Ausschnitt aus dem Bild. Es ist für die Kunden, die einfach auch beim Bild bearbeiten oder auch die gerne bearbeiten und gerade dabei noch die letzten paar Prozent mehr rausholen wollen. Ja, und die Theorie hat uns sehr begeistert. Ja, wir haben einfach versucht, das jetzt gerade mal in Bildern festzuhalten. Und was die Ergebnisse waren, das zeigen wir euch jetzt mal, ja, und versuchen es zu beweisen. Wie gesagt, wir haben schlechtes Wetter gehabt jetzt die letzten 24 Stunden. Wir haben ein bisschen versucht zu improvisieren. Wir konnten nicht so viele Schritte gehen. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal, was auch eine M10R zu leisten imstande ist, im Gegensatz zur M10. Ja. Wolltest du noch was ergänzen dazu? Überhaupt nichts. Überhaupt nichts, okay. Gut, dann gehen wir mal hier auf den Monitor. Ich zeige noch mal eins vorher kurz. Mach mal auf die Nahaufnahme. Genau. Ihr seht es vielleicht hier. Ja, jetzt, genau. Wir haben Probeaufnahmen gemacht mit einem alten 50mm Elmar, einem versenkbaren. Ja, wir haben das Objektiv als besonders repräsentativ empfunden, weil es einfach in der Preisklasse liegt, wo sich wirklich jeder Einsteiger auch leisten kann, weil es sehr, sehr weit verbreitet ist, es jeder irgendwann mal gehabt hat, ja, und durch dieses Merkmal des Einschiebens unverwechselbar ist. So, genau. Also, so. Wir haben jetzt hier mal einen Vergleich. Links seht ihr das Bild der M10 mit dem 50er MA.
Einfach hier, genau. Ihr seht hier in dem Bereich überstrahlt es leicht. Ja, man hat hier ein bisschen Chroma drin. Aber es hat einen schönen Look auf der M10. Ja. Es fällt zum Rand ab. Und hier unten in den Tiefen erkennt man auch nicht wirklich viel. Also, man muss dazu sagen, das ist jetzt das unbearbeitete Rohrbild, was er jetzt. Das ist richtig, genau. Ja. Und wenn wir jetzt hier auf die R gehen, man sieht, es ist auch hier im Detail, selbst wenn wir da reingehen, es ist viel feiner aufgelöst. Ja? Also jetzt haben wir es hier auf Pixelschärfe mal hochgedrückt. Ja, man sieht die 800%. Die Konturen sind viel feiner. Ja? Es gibt sogar ein bisschen weniger Chroma. Das überstrahlt nicht so sehr. Und auch hier in den Tiefen erkennt man hier viel mehr. Es ist so, dass hier auf dem Monitor das nicht so gut rauskommt wie bei uns. Ja, genau. Aber die ganzen Details, die Wassertropfen, auch am Rand, ja, es ist einfach deutlicher zu sehen. Ja. Ich weiß nicht, wenn wir es extrem vergrößern und nochmal hier rüber gehen. 1600%. Genau, also hier sieht man schon, wie viel stärker das M10-Bild pixelt als beispielsweise das M10R-Bild. Ja. Wer es jetzt über den Monitor nicht so gut sieht, kommt gerne vorbei. Ich lade jeden dazu ein, auf einen Kaffee oder ein gutes Bier. Der kann sich hier nochmal davon überzeugen. Ja. Wir haben vorhin davon gesprochen, vom Dynamikumfang. Ja. So, wir haben jetzt hier nochmal dasselbe Bild. Das ist, ihr könnt es oben lesen, das ist die M10 mit dem 50er LMA. Ja. Ich habe es jetzt hier im Lightroom geöffnet, einfach damit ihr seht, was man rausholen kann. Das ist noch unbearbeitet, ihr seht, alle Regler stehen auf 0. Das ist das DNG, so wie es aus der Kamera kommt. Ja. Wenn ich es jetzt mal einfach übertreibe und die Tiefen hier auf 100% schiebe, ja, dann seht ihr bei der normalen M10, wie hier im Hintergrund langsam das Haus rauskommt. Ihr seht auch hier unten, wenn ich mal auf den Grill gehe und es wieder auf 0 geht, zwischen dem Stern hier unten, wie der Grill fast weg ist und wenn ich die Tiefen anhebe, dann kommt er einfach deutlich vor. Ihr seht auch hier zwischen den Kühlrippen der Schmutz im Hintergrund, den man natürlich beim Waschen nie rauskriegt. Und selbst hier am Stern hier oben, wenn ich die Lichter ein bisschen zurückfahre, dann kann ich dieses Überstrahlen ein bisschen rausnehmen, muss gar nicht so extrem, sagen wir so 30 ungefähr. Ja. Dann haben wir einfach ein schönes, sauberes Bild. So. Und wenn ich das jetzt gehen wir auf das Bild der M10R. Ihr seht wieder hier oben M10R mit dem 50er LMA. Wir machen jetzt denselben Effekt. Wir gucken jetzt hier auf den Grill und ziehen die Tiefen mal um 100% hoch. Ihr seht, dass der Effekt viel stärker ist. Da sind viel mehr Informationen dahinter. Man kann viel mehr rausholen. Man sieht auch hier den Schmutz im Grill viel besser und die sauberen Flecken. Ja, auch hier oben am Stern kann ich die Lichter ein bisschen zurückziehen, auch um 30 wie beim anderen, dann ist das nicht so ausgefressen. Aber jetzt habe ich hier auf einmal ein schönes, sauberes Bild. Ich sehe hier unten im Grill die Strukturen. Ja, und wenn ich das jetzt mal so bearbeitet vergleiche mit dem M10-Bild oder achtet auch mal hier oben auf das Haus, was sich da spiegelt im Hintergrund. Das ist die M10, trotz Bearbeiten. Das ist die M10R. Also ihr seht, wie man einfach viel mehr rausholen kann. Ja. Das ist das, was den Dynamikumfang hier extrem verdeutlicht. Ja, und das meine ich, wenn ich sage, das ist die Kamera für die gerne noch ein paar Prozent mehr rausholen wollen. Ja. Dabei habe ich jetzt noch nicht mal an der Belichtung gedreht. Ja. Wo es auch nochmal deutlich wird, wir haben einfach mal hier ein Bild hinten auf den Himmel belichtet, auf den Bereich. Ja, da sieht man die Wolkenstruktur drin. Es ist eigentlich hier total unterbelichtet. Man erkennt hier unten noch eine leichte Spiegelung im Fluss. Ja, und wenn ich das Bild einfach bearbeite, dann schaut es so aus. Ja, das ist schon ein krasser Unterschied. Ja. Also das ist dasselbe Bild, dann nur die Tiefen auf 100% hoch. Die Belichtung ein bisschen hoch. Also es zeigt einfach, wie viel wirklich noch drin steckt in der Datei. Ja. Also für die gerne mal daneben belichten, ja, oder einfach üben wollen, ist auch die M10R einfach eine perfekte Kamera. Klar. Ja. Das ist jetzt nochmal das Bild. Natürlich hier ist es anders belichtet als vorhin. Und die Brücke oder die Ziegel hier, dieses Dachs auf der Brücke, sind gar nicht mehr erkennbar.
Und wenn ich da einfach einen Ausschnitt mache von der M10R, dann sieht man einfach noch die sauberen Strukturen der Ziegel. Man sieht hier hinten noch die Blumen, man sieht die Strukturen im Holz. Ja, ja, also es ist ein extremer Ausschnitt. Ja. Wir haben hier, ja, was weiß ich, keine 10% vom Bild ausvergrößert. Ja, das ist einfach die hohe Auflösung. Ja, das ist so mit einer normalen M10 nicht machbar. Man muss also noch mal kurz dazu sagen, bei uns auf dem Bildschirm sieht man das viel besser, wie wir das jetzt ins Internet übertragen können. Ja, genau. Also wie gesagt, es ist auch jeder dazu eingeladen, nochmal herzukommen, sich die Bilder mal wirklich anzuschauen. Wir werden auch die Kamera mal verleihen, dass jeder sich selber ein Bild machen kann. Ja, das ist einfach eine schöne Sache. Was man noch zu den Eckdaten sagen kann, ist,